am Herr. Bei Jan Siebs Klöster morgens in Zürich gehören 2013 die Pferden. Als Prämienhengst dort herausgestellt und, das werden die meisten wissen, ganz bewusst vom Freiherr von Fürks zurückersteigert, weil er um die Qualität dieses Geistes wusste und auch genau wusste, zu was für einen Preis man solch einen Hengst überhaupt nur gehen lassen darf. Lukas Fischer in Sattel von Förster Meer, von Abwehr, Retro, Sportsmann. Champion. 10,0 in Galopp beim Bundeschampionat. Bronze in Bach. Ein Jahr später Reitpferd-Champion in L.O. mit der 8,9. Im Jahr darauf qualifiziert für die Weltmeisterschaft der Zugpferde. Top 10 platziert dort und dann Bronze auf dem Bundeschampionat. Diesmal bei den 5. Im folgenden Jahr dann wiederum Teilnehmer der Weltmeisterschaft der jungen Zugpferde. Tessa Frank hat ihn damals ja soweit ausgebildet. Nun hat Lukas Fischer übernommen, eben diese Kooperation mit Tanja und Lukas Fischer, habe ich vorhin ja schon angesprochen, mit dem Stieg Lüftenburg. Züchterisch hat der ganz große Aha-Moment 2016 das bis dato teuerste Hengstfohlen nutzte Handorf aller Zeiten, 95.000 Euro für einen Lüftenburgsförster Persohn aus der Diamond mit Mutter. Überragender Schritt, von hoher Kadenz und Schwung, die Kennzeichen Trab haben wir schon erlebt und dann die Gangart, bei der er immer wieder die Maximalnote, die 10 bekommen hat. Der Galopp. Sicher schon die Viererwechsel.
Abschluss, Applaus für Lukas Fischer.